das Gefühl von Zuhause, das Gefühl von Zugehörigkeit. Két helyszíni, mondjuk így egy formájú gyülekezet. Das Geheimrezept in Ungarn für Freundschaft ist Essen, Trinken, Reden. Gemeinsame Anerkennung und Loyalität. Dass Glaube nicht viele Worte braucht. Also gerade mit den Sprachschwierigkeiten, die ich bis zum Ende hatte, war es trotzdem möglich, mit Kindern über den Glauben sich auszutauschen. Dadurch, dass ich die ungarische Kirche und ungarische Gemeinden kennenlernen durfte, habe ich viel mehr davon verstanden, was Glaube ist und was Gott eigentlich ist. Diese weltweite Kirche Christi verstehen wir dann, wenn wir sie irgendwie am Beispiel auch leben können. Für mich sind die Kirchenpartnerschaften etwas ganz Kostbares für unsere Kirche. Es gilt auch ganz besonders für Ungarn. Und gerade in Situationen, wo die Länder auf der politischen Ebene auch durchaus in Spannungen sich bewegen, sind solche Kirchenpartnerschaften ganz wichtig als Zeichen der Einheit für die Welt. Ich denke, dass wer der Partnerschaft ist, sind die Menschen generell. Die Menschen, die in die Partnerschaft eingebunden sind, die das mitmachen, die enthusiastisch zusammen sind und vor allem aufgrund des gemeinsamen Glaubens an Jesus Christus, aus unseren Kirchen zusammen Programme gestalten, miteinander sprechen, über gesellschaftliche, politische oder generell kirchliche Fragen austauschen. Und ich denke, vor allem ist es deshalb wichtig, weil sie einander dadurch formen. A bajor-magyar evangélikus testvérkapcsolatok már több mint 30 éve képeznek hidat Európa közepén, összekötve egymással embereket, gyülekezeteket és az egyházi élet minden szintjén jelen vannak. Különösen a mostani időszak kihívásai kapcsán ez az együttműködés fontosabb, mint valaha. A bajor-magyar testvérkapcsolat különösen erős a gyülekezetekben, kitágítja a határainkat és kitekintést enged saját egyházi életünkből. Nagyon sok változás volt az előbbi években is a gyülekezeteink életében, és mégis megtaláltuk azokat a felületeket, ahol kapcsolódni tudtunk. Jött az ötlet, hogy mi lenne akkor, hogyha valahogy mégis megpróbálnánk a közösséget online módon is megélni, a liturgia egyes elemeit, akkor létre tudnánk hívni egy olyan Isten tiszteletet, ami elég színes és igazi pünkösdi alkalom, és ez végül egy szép ívű alkalom lett, amit nem csak itt a mi gyülekezetünkben néztek végig, hanem nagy örömmel mondjuk ébenben is. A bajor és magyar evangélikusok sokszor érzik magukat egy egyé formálódott gyülekezet tagjainak két különböző helyszínen. Ennek során eltérő hagyományok találkoznak, de valami egészen elemi is jelen van. Közös hitünk és a közös imádság. 2012-ben írtuk alá a partner kapcsolati szerződést, és ebben nagy segítségünkre volt Holger Manke, aki úgy gondolta, hogy az éberni gyülekezet sok mindenben hasonló, viszont van annyira különböző is, hogy ez a meggazdagítás, meggazdagodás fakhatat ebből a konstrukcióból, kapcsolatból. Seitdem lebendige Partnerschaft Budapest Leben. Darüber hinaus haben wir natürlich viel gelernt über die Art und Weise, wie ungarische Lutheraner ihren Glauben leben im Vergleich zu uns Evangelischen hier in Bayern. Also man ist nicht immer einer Meinung. Das hat aber nichts damit zu tun, woher man jetzt kommt oder welche Nationalität man hat. Politische Themen sind unter den Jugendlichen natürlich auch ein Thema. Es wird über Miteinander gesprochen. Ein großer Punkt waren die Flüchtlinge. Und zu der Zeit war auch eine Begegnung mit den ungarischen Jugendlichen in Ebern. Und dann hat man gemerkt, dass Ungarn mit dem Thema Flüchtlingen komplett anders umgeht. Wir sind aber dann trotzdem zu den Flüchtlingen hingegangen und haben mit denen geredet. Menekülttábor, amikor elvittek minket, az egy különös élmény volt, hogy együtt játszottunk a menekültekkel, mert itthon nem mentem volna el ilyenbe.
sokszor emlegetem egyik kedves éberni barátunknak, Matthiasnak, az ottani Pozan korvezetőjének a egyik mondatát, amit egy közösen átélt utazás végén mondott ki nagyon találóan. Ferenc, ez egy szemet nyitogató találkozás volt. A zene, a közös éneklés iránti lelkesedés mind a magyar, mind a bajor egyházi életben kiemelkedő szerepet játszik. Általa különleges kapcsolat jön létre azon gyülekezeti tagok között, akik felfedezik egymás zenéjét. Wir haben uns damals überlegt, wie kann man eine Verbindung schaffen, und haben gesagt, ja, Musik ist international, ja, auch in welcher Sprache wir singen, aber die Musik bringt uns zusammen. A két énekkar kezdett egymáshoz járni, szerettünk énekelni, szerettünk kirándulni, ezt együtt csináltuk, és amikor kiderült, hogy ez a kapcsolat működhet őszinte barátságon, testvéri szereteten, akkor mind a két templomban meggyújtottuk a testvéri kapcsolat gyertyáját 2005-ben, és azóta ez minden vasárnap a Pirbaumi Evangélikus templomba és meg nálunk is ég. A közös éneklés nagyon nagy hatással van a kórus belső kapcsolatára is, tehát a csákvári kórustagok közötti kohéziót is nagyban erősítette. Für mich persönlich war das schon sehr prägend, dass viel evangelisches Leben und auch der Chor, dass der sehr gläubig und sehr christlich orientiert war. Das hat uns als Kirchengemeinde sehr beflügelt, finde ich. Die Verbindung im Geist steht durch die Lieder, die wir zusammen singen und zusammen musizieren. Und da geht einem dann schon, gerade wenn man als Chorleiter auch vorne steht, die Gänsehaut über den Rücken, weil das einfach ja, faszinierend ist. A nevelés és az oktatás az evangélikusság szerves része. A közös tanulás egymással és egymástól kiemelkedő jelentőségű a testvérkapcsolatban. Ezért az óvodáktól az iskolai csereprogramokon át, az egyetemi és kutatási együttműködésig a bajor-magyar kapcsolatok az oktatás teljes spektrumát átszövik. Ilyen a Nürnbergi Evangélikus Főiskola, vagy a Neuendettelszaúi Augustana Főiskola kapcsolata az Evangélikus Hittudományi Egyetemmel. Es ist ganz wichtig für unsere Schülerinnen und Schüler, dass sie den Kontakt in der lebendigen Begegnung außerhalb von Deutschland haben, mit anderen Schulen und mit anderen Schülerinnen und Schülern. Wie wichtig ist es auch mal, glaube ich, in ein Land zu reisen und ein Land kennenzulernen, von dem man jetzt gar nicht so viel mitbekommt, vor allem nicht so viel von der Kultur, von der Sprache, weil es einfach total interessant ist. Először nagyon féltem, de ahogy ott voltam közöttük, egyszerűen feloldottam is. Nagyon befogadóak voltak, és kedvesek, és segítőkészek, hogyha valami nem jutott az eszembe. Und man lernt so viel kennen, was man sonst in einem normalen Urlaub mit der Familie nie machen würde, weil man dort direkt in den Alltag einbricht. Én nagyon fontos dolognak tartom a cserekapcsolat szempontjából azt, hogy ott Neuendettelszaúban különösen erős hivatásként élik meg azt, hogy a fogyatékosokat a társadalom teljes jogú tagjaként kezeljék. Egy városi séta során megismerkedünk azokkal az üzemekkel, pékséggel, ahol foglalkoztatják a fogyatékosokat. Ez ott annyira jól működik, és mi annyira nem látunk itt a közvetlen környezetünkben ilyet, hogy azt gondolom, hogy az elfogadás szempontjából ez nagyon sokat számít a gyerekeknek is. Eigentlich lernt man ja voneinander. Es ist ja nicht so, dass die ungarischen Schüler nur von uns lernen, sondern selbst wenn sie hier sind, lernen wir gegenseitig uns kennen. Und da ist es dann eher so ein Austausch und eher so ein gemeinsames Lernen. Nagyon hiszek ebben, hogy azért az igazi küldetés egy-egy egyházi intézménynek az, hogy valami többet is adjon annál, mint ami a könyvekben van leírva, hanem tényleg a léleknek is meg kell szólalnia. És azt gondolom, hogy ezt mi közösen megéltük. Ők itt, mi ott. És azt gondolom, ez a legfontosabb.
Die Augustaner-Hochschule in Neuendettelsau ist eingebunden in ein weltweites Netz von Partnerhochschulen. Die Kooperation mit der Evangelischen Universität Budapest ist für uns aus verschiedenen Gründen besonders wichtig. Zum einen gehört sie mit über 30 Jahren zu den ältesten Hochschulpartnerschaften der Augustaner überhaupt. Dazu darf man sagen, dass die Kolleginnen und Kollegen in Budapest an ganz aktuellen, innovativen wissenschaftlichen Themen sitzen. Mein Kollege in der Ethik arbeitet über Bioethik und Medizinethik, über Neuroenhancement und ganz aktuelle theologische Fragen. Dass die Studierenden bei uns ja tatsächlich an den Campus kommen und umgekehrt unsere an den Campus in Budapest und täglich leben miteinander. Das heißt, das theologische Forschen, Nachdenken, Diskutieren ist immer eingebettet in einen gesamten, man könnte sagen, ganzheitlichen persönlichen Prozess. Es ist eine Begegnung, die von morgens anfängt und abends aufhört und wenn man dann abends vielleicht in der Kapelle sitzt, noch weitergeht in den Abend hinein. Und unsere Erfahrung ist schon, dass gerade nach zwei Semestern die Menschen ganz anders den Campus verlassen. Hát ők egy kicsit ilyen jó szolgálati nagykövetek lesznek utána. Azt gondolom, hogy egy kicsit mindenki magyar lesz itt, és ott meg egy kicsit mindenki német. A diakóniai együttműködés a testvérkapcsolat aktív és tettrekész oldala. Intézményei azokat karolják fel, akik a leginkább szükséget szenvednek és segítségre szorulnak, mint Magyarországon, mint Bajorországban. A mai diakóniai együttműködés hosszú évek közös tapasztalatain alapuló és a jövő feladatait is együtt tervező partnerség. Nekünk akkor, ott a 90-es évek elején nagyon fontos volt az, hogy a német evangélikus diakóniának a gyakorlatát, a tapasztalatait és az intézmény rendszerét azt valamilyen módon megismerjük. Nach der Perestroika, da ging es um den Aufbau diakonischer Arbeit und Weiterentwicklung. Und jetzt kam dann der Zeitpunkt, wo wir ganz stark in so Kooperationen eingestiegen sind. Azt is jó volt látni, hogy mi is tudtunk olyan dolgokat mondani és bemutatni, amiből ők nyertek új információkat, például a gyülekezetek és az intézmények közötti kapcsolat. In der heutigen Zeit ist gerade das Thema Armutsbekämpfung in Europa ein ganz wichtiges. Die Armut breitet sich immer mehr aus und da ist die Partnerschaft zwischen Ungarn und Bayern natürlich sehr wichtig, denn wir tauschen uns aus zu den unterschiedlichen Projekten in dem Bereich, zum Beispiel die Versorgung im ländlichen Raum. Wir schauen uns an, wie die Obdachlosenhilfe gestaltet wird in den beiden Ländern. Ganz spannendes Lernbeispiel war die Arbeit mit Roma. Und zwar deswegen, weil Ungarn da einfach wesentlich mehr Erfahrung hat als wir. Wir haben ja relativ kleine Roma-Gruppen, um die wir uns kümmern. Aber die ungarische Diakonie, die ist in ganzen Roma-Dörfern aktiv. Und die haben wesentlich mehr Erfahrung, wie man eine gute Kooperation mit Roma-Familien aufbaut. Uns ist es in Bayern ganz wichtig, dass wir uns positionieren, dass wir Flagge bekennen, auch für Dinge, die für uns politisch, sozialpolitisch auch nicht in Ordnung sind. Uns ist es aber auch ganz wichtig, in der Partnerschaft beide Positionen zu sehen, auch vielleicht andere Positionen wahrzunehmen, miteinander ins Gespräch zu gehen und den gemeinsamen Nenner auch immer wieder zu finden. Und da bin ich sehr zuversichtlich, dass wir das weiterhin auch schaffen werden, weil wir eben eine so tiefe und enge Partnerschaft in der Diakonie zwischen Ungarn und Bayern haben. Az elmúlt 30 év közös tapasztalataival a bajor-magyar testvérkapcsolat hozzájárul ahhoz, hogy Krisztus egyházát ma is élettel töltsenek. Rengeteg korábbi ismerettségből ma már őszinte barátság lett, ahol az emberek nyíltan beszélhetnek egymással, akár nehéz témákról is. Így ez az egyházi partnerség ma már az európai társadalmi párbeszéd fontos eleme. Ez a 30 éves kapcsolat számomra is nagyon fontos. Már csak azért is, mert Erlangenben tanulhattam, ott doktoráltam, csak egy kislányunk Blanka ott született. És természetesen sok barátunk is van gyülekezetekben, iskolákban. Személyes jó barátom Heinrich Bethor Sprom, a püspök Landesbischof Bajorországban. Volt egy közösen biciklisztünk a Brotfürdi Welt segélyakció keretében, demonstratív módon kerékpárral érkeztünk, és ez valahol jelképes is a mi számunkra, hogy egy mozgó, másokat könnyen elérő és kapcsolatokat könnyen építő egyház próbálunk lenni. Eines der Dinge, die mich am meisten beeindruckt haben beim 20-jährigen Jubiläum der Kirchenpartnerschaft in Nürnberg,
war, wie mir Menschen aus meiner Kirche, aus unseren Gemeinden, andere Menschen aus Ungarn vorgestellt haben. Und man hat gespürt, wie einfach Beziehung, Vertrauen zwischen einzelnen Personen in den jeweiligen Gemeinden, ohne dass sie Bischöfe oder Pfarrer überhaupt gewesen sind, einfach Christen. Und diese Beziehungen zwischen Christen beider Länder, das ist etwas sehr Wertvolles. Und davon lebt auch die Kirchenpartnerschaft. Und dann gibt es natürlich Austausch zu ganz bestimmten Fragen bei den Treffen, die auch manchmal schwierig sind, diese Fragen. Also nehmen wir die Flüchtlingsfrage, nehmen wir den Umgang mit Asylsuchenden, nehmen wir die Situation in Ungarn und in Deutschland und die Frage, wie versteht man Demokratie? Da gibt es durchaus auch unterschiedliche Meinungen. Es gibt viele Gefahren heutzutage in Europa, dass die Risse, aus welchen Gründen auch immer, zwischen Süd und Nord, zwischen West und Ost wieder da sind. Ich glaube, wir müssen alles tun, dass nicht diese Risse wieder erscheinen, sondern die Zusammenarbeit und wirklich die gemeinsame Erfahrung und das Kennenlernen voneinander Europa dominiert. Különböző egyházak vagyunk, különböző társadalmakban vannak természetesen olyan kérdések, amiben nem tudunk egymással feltétlenül egyetérteni, de egy szép kifejezéssel a megbékélt sokféleség vagy a kritikus szolidaritás jellemezheti a mi egyházi kapcsolatainkat. Meg kellett tanulnunk egymásra figyelni, meg kellett tanulnunk egymás gondolkodás módját, meg kellett tanulnunk azt, hogy mit értünk egy-egy kifejezés alatt, úgyhogy átélhettük azt, hogy mit jelent Isten szeretetében különböző helyekről érkezve mégis egymásra találni a különbözőségeinket és az összetartozásunkat megélni. Wir haben eine große Gestaltungskraft auf dem Weg zu Gerechtigkeit, Versöhnung und Frieden. Und das schaffen wir alleine nicht. Und da merke ich, dass dieses starke Netzwerk der Partnerschaften ein unglaublich wertvolles Netzwerk ist. Diese Ungarn-Partnerschaft ist für unsere Kirche besonders wichtig. Sie ist deshalb so wichtig, weil sie uns zeigt, dass wir in Europa nicht allein sind, sondern dass es Partnerinnen und Partner gibt, in Bayern, in Ungarn, in vielen anderen Ländern auch, mit denen wir gemeinsam versuchen, unseren christlichen Glauben zu leben, ihm Gestalt zu verleihen und ihm auch eine Stimme zu verleihen in Europa. Wir müssen versuchen, einander zu verstehen und dabei aber auch unseren Glauben, also Jesus Christus, ins Zentrum rücken. Das ist unsere Gesprächsgrundlage und darüber müssen wir ins Gespräch kommen. Und ich bin dankbar dafür, dass durch viele gewachsene Beziehungen das auch immer wieder möglich ist und wir vielleicht einen kleinen Beitrag dazu leisten können, dass Völker, dass Länder sich nicht auseinander entwickeln, sondern dass die Kräfte des Zueinanderkommens gestärkt werden können. In den letzten 30 Jahren sind wir schon miteinander einen langen Weg gegangen. Und es wird für die Zukunft ganz wichtig sein, dass wir diesen Weg voll Vertrauen miteinander weitergehen. Also Vertrauen ist auf dem gemeinsamen partnerschaftlichen Weg entscheidend. Vertrauen darauf, dass es der andere nicht böse mit mir meint, sondern dass wir voneinander lernen können. Vertrauen, dass wir zuhören können und dass wir voneinander profitieren. Und Vertrauen vor allen Dingen darauf, dass wir miteinander auf dem Weg sind. Also miteinander auf dem Weg sein. Voll Vertrauen heißt eben auch nebeneinander auf dem Weg sein und im Austausch miteinander unterwegs sein.